Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich werde euch mal zeigen, wie ich meine Bonsai in Form schneide. Aber ich stelle sie euch jetzt erst einmal alle der Reihe nach vor. Hier vorne hätten wir eine Buche. Das ist hier ein Feuerdorn. Dann hier ganz vorne im Bild haben wir eine Felsenmispe. Die wird jetzt allerdings noch zum Bonsai herangezogen. Dann haben wir hier eine Ulme oder auch Zelkove genannt. Ach ja, und das ist hier die Zelkove, die ich damals aus dem Discounter gekauft habe. Die war ja ein bisschen am Leiden, aber entwickelt sich jetzt richtig gut, wie ich finde. Und last but not least habe ich noch vor, hier meinen, den Blumenbuchs in Form zu schneiden. Der wird jetzt allerdings auch noch zum Bonsai herangezogen. Ich werde jetzt mal als erstes hier mit meinem Feuerdorn-Bonsai anfangen. Der ist auch richtig gut gewachsen dieses Jahr. Geblüht hat er allerdings nicht. Das liegt aber auch unter anderem daran, ja, ich hatte letztes Jahr sehr viel an ihm geschnitten und er konnte halt keine Blüten ausbilden. Ich bin auch in letzter Zeit vermehrt gefragt worden, welche Bonsai sind denn eigentlich gut für Anfänger geeignet. Also ich persönlich finde auf jeden Fall, der Feuerdorn ist gut für Anfänger. Das Einzige, was man beachten sollte, ist die Überwinterung. Die können da manchmal ein bisschen empfindlich sein. Der ist jetzt seit Ende 2019 bei mir. Ich hatte jetzt persönlich noch nie Überwinterungsprobleme mit denen. Dann finde ich auch schön für Anfänger die Buche. Kann man auch ohne Probleme draußen überwintern, es sei denn, man hat wieder so einen richtig eisigen Winter wie in diesem Jahr. Das war ja teilweise in der Nacht minus 20 Grad, aber der hier war die ganze Zeit draußen und ihr seht ja, der ist auch richtig gut gewachsen. Auch schön für Anfänger, meiner Meinung nach, hier die Ulmen. Bei denen muss man aber auch wieder mit der Überwinterung aufpassen. Ich habe die dann bei dieser Eiseskälte dann doch lieber alle mal reingeholt. Ach ja, und die Felsenmispe, die ist auch schön für Anfänger. Die war auch die ganze Zeit draußen, aber dann legen wir jetzt mal los hier mit Herrn Feuerdorn oder Mr. Feuerdorn. Aber ich glaube, ich wechsle mal eben die Perspektive, dann könnt ihr es besser sehen. Was das Thema Schädlinge angeht beim Feuerdorn, er wurde hier so ein bisschen angeknabbert, hat dem aber jetzt nicht wirklich geschadet. Und er hat hier an den Spitzen ein paar Läuse. Ich kann euch ja mal ein Video dazu einblenden, wie ihr Läuse erfolgreich bekämpfen könnt. Ist jetzt hier bei dem Feuerdorn, letzten Endes unnötig. Und, mein Gott, unnötig, weil der wird jetzt eh geschnitten und dann schneide ich hier den Läusebefall jetzt gleich einfach mal mit ab. So, mal eben das Unkraut hier entfernen und dann geht es auch direkt los. Aber ich habe gerade festgestellt, ich habe mir ein paar Ameisen mit hineingenommen. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Bevor ihr jetzt einfach mal loslegt, euren Bonsai fröhlich in Form zu schneiden, würde ich mir vorher allerdings immer noch Gedanken machen, wie soll der denn überhaupt mal werden? Weil ab ist leider ab. Das ist jetzt hier ein Bonsai, ja, der soll letzten Endes jetzt nicht noch irgendwie größer werden. Der wird jetzt wirklich nur noch in Form geschnitten werden. Ich muss jetzt wieder dafür sorgen, dass hier in den inneren Bereich auch wieder ausreichend Licht hineinkommt. Weil das Problem ist, wenn ich das jetzt hier nicht ein bisschen luftiger schneide, dann wird der über kurz oder lang mir hier komplett verkahlen. Ich glaube, ich habe hier gerade eine Raupe gefunden, die die Blättchen anfrisst. Ja, die werden wir gleich einfach mit abzupfen und dann kommt die ins Vogelhäuschen. Nee, wie gesagt, ich muss jetzt einfach dafür sorgen, dass hier in diese Bereiche wieder mehr Licht hineinkommt. Das ist jetzt hier alles relativ dicht gewachsen. Ich werde jetzt aber hier diese neuen Zweige, die hier gewachsen sind, nicht komplett abschneiden. Ich werde da jetzt, sagen wir mal so, ein bis zwei Blattpaare stehen lassen. Ich zeige euch das mal eben. Beziehungsweise, was heißt Blattpaare? Hier beim Feuerdorn sind die Blätter so versetzt. Eins und zwei, dann sagen wir mal, oder ich versuche es mal anders zu sagen, ich lasse hier immer so zwei, drei, vier Blättchen noch dran, je nachdem, auch nur zwei. Ich muss ja ein bisschen in Shape, wobei ich jetzt gerade am Überlegen bin, ich glaube, ich nehme ihn hier komplett weg, der stört mich optisch. Und wirklich dann immer mal drüber nachdenken, wie möchtet ihr das gerne haben. Vor allen Dingen, wenn euer Bonsai auch noch im Aufbau ist, also nicht gleich alles abschneiden. Man braucht da halt immer, ja, seine Ruhe für. Mal eben Bonsai schneiden würde ich jetzt nicht machen. Und wenn du keine Lust hast, deinen Bonsai zu formen, dann würde ich schon eher sagen, dann lass es. Oh, der stört mich jetzt eigentlich auch. Den könnten wir auch komplett weg. Ja, ich muss noch überlegen selber. Ich saß da zwar vorhin auch eine Weile davor, aber manchmal bist du ja doch am drüber nachdenken. Drüber nachdenken? Ja, egal. Ne, überall hier ein bisschen. Oder hier ist jetzt so ein ganz, ganz langer Trieb. Der hat aber echt richtig an Wachstum zugelegt. Ja gut, du wirst ja auch gedüngt. Und somit baut er ja wieder feinere Verästelungen auf. Und dann, wie gesagt, ich lasse hier immer so ein bisschen was an Blättern auch noch stehen, von den neuen Trieben. So, wo fangen hier die neuen Blättchen an? Da ganz unten. Können wir das hier so wegnehmen. Ah, der hier muss aber auch komplett weg. Ist halt auch viel Schneiden nach Optik und nach Proportion. Im Laufe der Zeit entwickelt man da auch einen Blick für. Einfach mal machen. Und wenn man dann halt mal zu viel abgeschnitten hat, dann ist das halt so. Dann hat man halt eine Erfahrung gemacht. Ist ja auch nicht so wild. Ja, aber ich finde es immer schöner, wenn ein paar Blättchen am Ende der Zweige noch dran sind. Sieht optisch meiner Meinung nach schöner aus. Ist halt auch nicht so nackig. So, den hier, den könnten wir, muss man eben nachdenken. So, hier auch ein bisschen, lassen wir eben noch ein bisschen mehr dran.
Das unten hier möchte ich nämlich auf Dauer gesehen wieder aufbauen, aber ich musste das jetzt einkürzen, damit er mehr verzweigt. Sonst habe ich hier nur so einen, so einen langen Trieb, finde ich jetzt nicht so schön. Ah, der ist auch gut gewachsen, den können wir... Zack! Ihr könnt auch Zweige direkt an der Basis wegnehmen, ne? Wenn ihr der Meinung seid, ah nee, das stört mich hier irgendwie. Und ich hatte hier bei meinem Feuerdorn gesehen, den habe ich, wie gesagt, ja 2019 übernommen. Hier war irgendwo was, das mochte ich nicht. Wahrscheinlich kriege ich es jetzt nicht ins Bild, aber hier sind so ganz kleine, mickrige Zweige. Und hier haben wir, ja, wahrscheinlich kann ich es nicht gescheit filmen, ich versuch's mal. Ja, hier ist so eine Geschichte, die wächst total doof über Kreuz. Ist jetzt auch gar nicht mal so einfach, das hier abzukriegen. Und jetzt bin ich aber auch am Überlegen, weil es geht hier um diesen Zweig hier. Nicht, dass ich da gleich ein Loch habe. Überlege jetzt gerade selber nochmal. Diesmal so. Der hier. Der scheuert im Laufe der Zeit an dem hier. Das ist echt ungünstig. Problem ist jetzt allerdings gerade, wie komme ich da am besten dran? Aber der muss weg. Das macht keinen Sinn. Wo ist meine Konkavzange? Aber da habe ich jetzt auch wirklich eine Zeit überlegt. Ah, ich komme dran. Sehr gut. Zack. Doch, ist besser. Gefällt mir jetzt optisch sogar besser. Ich gehe jetzt mit meiner Konkavzange bis zur Basis und habe das jetzt abgeschnitten. Ich glaube, es ist sowieso ganz gut, dass der abgekommen ist, weil da sind irgendwelche, da ist irgend so ein komischer Fleck, das werde ich aber jetzt nicht ins Bild hineinkriegen. So, dann haben wir hier noch einen. Bin ich auch am Überlegen, weg damit oder dran lassen? Da ich mir jetzt unsicher bin, lasse ich es erstmal. Das kann ich ja immer noch irgendwann abschneiden. Auf die größere Wunde hier, da mache ich später noch Wundpaste drauf. Das, nee, das lassen wir mal. Ach, hier ist auch noch so ein langer. So, eben schauen. Hier ein bisschen die Spitzen. Na, komm schon. Ja, ich glaube, noch mehr schneide ich jetzt nicht an dir. Und jetzt hat das Ganze halt den Vorteil, hier kann einfach mehr Licht hinein. Proportion passt. Es wäre jetzt halt super schön im Laufe der Zeit, wenn hier so ein bisschen was noch dazu kommt. Der hier, nee, das lassen wir mal. Mal gucken, ob hier auch noch so kleine Dinger sind. Ach, und der Feuerdorn, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Der bildet Dornen, wie der Name schon sagt. Feuerdorn ist jetzt bei den Bonsai nicht so dramatisch, aber ich habe einen ganz großen Feuerdorn. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie der aussieht, wenn der blüht. Ach, hier haben wir noch ein Stummelchen. Keine Ahnung, warum der da noch dran ist. Weg. Ein bisschen sieht das hübscher aus. Da ist auch so ein kleiner Stummel. Oh, ich bin schon überlegen, ob ich das Video vielleicht splitte, wenn ich schon für den Feuerdorn so lange brauche. Aber es sind halt so Arbeiten, ja, man muss halt immer erst überlegen oder man sollte erst überlegen. Aber ich habe auch Bonsai, ich habe ein Problem Bonsai. Ich habe so eine Buche, habe ich selber gezogen, so eine umgefallene. Ja, da weiß ich jetzt momentan auch nicht, was ich daran machen möchte. Bin ich ganz ehrlich. Das ist da ein bisschen weg. Finde ich schöner. Könnte man jetzt hier doch ein bisschen noch nach unten spannen. Ach, wir lassen dich jetzt mal in Ruhe. Wir haben jetzt genug an dir geschnitten. Du kommst ja jetzt eh erstmal beiseite. Nochmal gucken. Müsste auch einfach mal ein bisschen weiter weggehen. Das ist hier übrigens die Rückseite. Mal gucken. Was ich jetzt übrigens bei allen Bonsai machen werde, ich stelle die jetzt nicht wieder, also der Feuerdorn war in der prallen Sonne. Das hier lasse ich sich jetzt auch entwickeln. Ich stelle die jetzt nachher alle in den Halbschatten. So, dann kannst du jetzt eigentlich erstmal beiseite. Nochmal eben meine Perspektive gleich überprüfen. Ich glaube, wir machen jetzt mal, ja, wir machen mal jetzt die Buche. Die ist auch cool. Hat hier auch, ach, was habe ich vergessen? Hier war irgendwo eine Raupe, aber ich glaube, ich habe die schon entfernt. Ja, hast nochmal Glück gehabt. Vielleicht ist die auch irgendwo auf dem Tisch. Zack, mal eben beiseite. So, und dann mal schauen, ob das jetzt vom Bild her so passt. Eine Sache habe ich jetzt noch für euch. Ich bin jetzt gerade dabei, hier mein Werkzeug zu desinfizieren. Sollte man wirklich immer machen, wenn man den Bonsai wechselt. Weil im schlimmsten Fall hat einer eurer Bonsai irgendeine Pilzerkrankung zum Beispiel. Und wenn ihr das Werkzeug jetzt nicht desinfizieren würdet, dann schleppt ihr das eventuell weiter auf die anderen Pflanzen. Muss nicht sein, kann aber sein. Und ich persönlich desinfiziere dann immer lieber mein Werkzeug, wenn ich den Bonsai wechsle. Mache ich aber auch im Garten so, wenn ich dann eine andere Pflanze schneide, dann desinfiziere ich auch meine Scheren. So, bei der Buche, da werde ich jetzt genauso verfahren wie bei dem Feuerdorn auch. Die Buche hat hier auch diese versetzten Blättchen. Und alles, was hier neu gewachsen ist,
reduziere ich jetzt wieder auf, sagen wir mal, 2 Blättchen oder 4 Blättchen, je nachdem. Ist jetzt auch ein fertiger Bonsai. So, jetzt muss ich auch erstmal durchgucken. Den Rest mache ich aber jetzt hier bei der Buche mal auf Zeitraffer, weil das ist ja im Prinzip jetzt genau das gleiche wie beim Feuerdorn auch. Habe mir vorher so meine Gedanken gemacht, wie soll die denn mal wachsen? Und auch hier muss ich jetzt dafür sorgen, dass ins Innere meiner Buche wieder mehr Licht hineinkommt, damit mir das nicht verkahlt. Ich mache das nicht, wenn das so kahl ist von innen. Ich meine, ich muss das jetzt hier nicht komplett bis zum Stamm alles mit Blättern voll haben, aber der muss jetzt sowieso hier ein bisschen, ja, sagen wir mal, ausgelichtet werden, weil ich möchte auch vor meinem Bonsai so ein bisschen auch die Stammform sehen. Das ist jetzt auch noch so ein Punkt. So, das nehmen wir da auch weg. Wenn man jetzt kein Blatt mehr dran haben sollte, dann könnte man darauf achten, wo sind hier die schlafenden Knospen. Das kann man bei der Buche gut erkennen. Hier sind so kleine, ja, wie soll ich das sagen, so kleine Buckel sind da. Ich schau mal eben, ich hatte hier irgendwo vorhin eine schlafende Knospe gesehen. Wenn man ganz genau hinschaut, na, hier ist so ein klitzekleines Ding. Und ich könnte jetzt theoretisch gesehen bis zu dieser schlafenden Knospe zurückschneiden, mache ich aber nicht. Das wird mir sonst zu nackig. So, aber den Rest machen wir jetzt hier wirklich auf Zeitraffer. Das ist jetzt echt nichts anderes wie beim Feuerdorn auch. Mein Discounter-Bonsai oder vielmehr hier meine Ulme, die hat auch ein eigenes Video und war auch damals bei der Umtopf-Aktion mit dabei. Der ging es auch damals überhaupt nicht gut und ich bin jetzt richtig froh, wie die sich jetzt im Laufe der Zeit entwickelt hat. Befindet sich jetzt allerdings auch noch im Aufbau. Ich hatte seinerzeit hier so richtig dicke Triebe abgeschnitten, weil das gefiel mir halt optisch überhaupt nicht. Und hier bin ich auch mittlerweile am Überlegen, ob ich diesen dicken Stummel hier abschneide und einen Neuaufbau mit diesem dünneren hier mache. Wird jetzt auch genauso geschnitten werden wie der Feuerdorn und die Buche. Die hat nämlich auch hier diese versetzten Blättchen. Und auch da werde ich dann immer so, ja, sagen wir mal, 2, 3, 4 Blätter stehen lassen. Teilweise werde ich aber auch diese Zweige direkt an der Basis wegnehmen. Zum Beispiel hier diesen ganz langen hier. Mal gucken, ob wir den so abkriegen. Oftmals kann man das einfach so abzupfen. Das geht jetzt allerdings mal nicht. Nehmen wir das hier mal direkt so schon mal weg. Hier ist jetzt auch noch Wundpaste drauf, weil da halt ein ganz, ganz dicker Zweig saß. Da unten möchte ich nämlich ehrlich gesagt gar nichts haben. Ich finde das ganz cool so. Hier ist es jetzt auch noch ein bisschen gespannt oder der Zweig hier vielmehr. Und da nehme ich jetzt auch wieder was weg. Aber die ist wirklich gut gewachsen. Tote Zweige, wo jetzt nichts mehr kommt oder zu erwarten ist, nehme ich jetzt auch weg. Aber die hat halt wirklich gelitten seinerzeit. Ich meine, die werden ja dann in so einem Discounter auch nicht richtig gepflegt, die Pflanzen. Und was soll man da jetzt zu dem Preis jetzt hier, Gott weiß was, für eine Bonsai-Kunst auch erwarten? Muss man jetzt auch mal sagen. So, hier sollen sich halt neue Verästelungen mal ausbilden. Und alles, was so komisch nach unten wächst, was mir jetzt optisch überhaupt nicht gefällt, das nehme ich auch direkt an der Basis mal weg. Aber ich glaube, ich muss mal eben kleiner machen. Hier ist noch so ein toter Zweig. Ja, muss ich mal eben durchwursteln. Hier bildet sie halt auch neue Zweige direkt an der Basis. Da will ich die aber nicht haben. Dann kommt hier auch mehr Licht überall hin, wenn die jetzt wieder ein bisschen in Form geschnitten ist. Und die finde ich aber auch echt toll für Anfänger. Also ich hatte jetzt mit der Ulme, hier hinten ist ja noch eine Ulme, die wird gleich im Zeitraffer geschnitten werden. Die ist, jetzt muss ich mal überlegen, um die 40 Jahre alt und bei der bin ich jetzt auch der dritte Besitzer. Ja, mit dir bin ich schon mal zufrieden. Da kommt jetzt mein ältester Bonsai. Wie gesagt, ich bin der dritte Besitzer. Die liegt mir auch, also die liegen mir alle am Herzen. Die beiden hier, Quatsch, den Feuerdorn, die Buche habe ich auch 2019 übernommen. Den hier auch und das ist ja echt mein Schätzchen. Ist auch richtig gut am Wachsen, wurde auch dieses Jahr mal umgetopft. Aber die schneiden wir jetzt auch im Zeitraffer. Dann, wie gesagt, so 2, 3, 4 Blättchen lasse ich dann immer stehen, mache mir halt Gedanken. Wie soll es denn wachsen? Die hat jetzt hier auch nichts, was über Kreuz wächst. Da bin ich jetzt auch schon seit 2019 am Schneiden. Soll auch nicht mehr höher werden, aber ich gehe auf Zeitraffer. Es dauert ja immer. Ja, so gefällt mir meine Ulme auf jeden Fall schon mal besser. Die wurde dieses Jahr auch umgetopft.
Und ich habe die damals so ein bisschen höher gesetzt, damit man einfach hier diesen Wurzelansatz noch mehr sehen kann. Ich persönlich finde das immer voll schön, wenn man auch halt einen Teil der Wurzeln erkennen kann. Ja, es hat sich eine klitzekleine Problemzone damals beim Umtopfen aufgetan. Hier ist nämlich eine dicke Wurzel, die wurde, ja, warum auch immer, irgendwann mal hier gekappt. Gefällt mir jetzt optisch nicht so gut und das werde ich hier zum Herbst hin dann an der Basis abschneiden. Sieht dann einfach schöner aus. Aber es wird wohl damals einen Grund gehabt haben, warum man diese Wurzel hier gekappt hat. Vielleicht war die damals auch noch im Aufbau und da hat sich der ja, erste Besitzer vermutlich gedacht, nee, ich kapp das mal, damit die, wie heißt es, feinere Wurzeln ausbildet. So, du kannst aber jetzt erstmal beiseite. Dann kommen wir mal zur Felsenmispel. Die habe ich letztes Jahr selber ja schon mal erzogen oder, ja, was heißt erzogen? Ich habe die halt als kleine Pflanze gekauft und habe dann halt selber angefangen, die mir zum Bonsai zu erziehen. Das soll eine Kaskadenform werden, also die soll bewusst so nach unten hinweg wachsen. Ich muss aber mal eben hier irgendwie noch einen Eimer draufstellen, damit ihr das sehen könnt. Und die hat richtig an Wachstum zugelegt. Das ist der Hammer bei den, wie heißt das, Felsenmispeln, habe ich jetzt hoffentlich vorhin auch gesagt. Also das wäre jetzt so ein Bonsai oder eine Pflanze, sage ich mal, wo man relativ schnell auch mal einen Erfolg erkennen kann. Ich bin auch mal gefragt worden, was benötigt man denn eigentlich, um einen Bonsai ja, zu erziehen? Ganz ehrlich, am Anfang, da könnte man die theoretisch gesehen auch mit einer Nagelschere schneiden. Und ihr seht ja hier, das ist jetzt keine Bonsai-Schale, das ist irgendeine Schale, da waren, ich glaube, da war mal Blaubeeren oder irgendwas war da drin, habe ich unten Löcher reingemacht und dann wurde die halt da drin eingetopft. Wobei, sorry, die wurde dieses Jahr in eine etwas größere Schale umgetopft, also man muss nicht gleich eine Bonsai-Schale kaufen. Ja, was benötigt man noch als absoluter Bonsai-Anfänger? Und ich sag mal, man will jetzt noch nicht Gott weiß was für ein Geld für die Scheren und Co. ausgeben. Also im Prinzip wirklich mit einer Nagelschere schneiden. Draht würde ich mir, ja, ruhig schon mal holen. Schalen könnte halt solche Sachen dann am Anfang verwenden. Ja, braucht man noch. Also, ja, ich meine, anstelle von einer Wurzelkralle, da kannst du dann genauso gut auch so ein China-Stäbchen nehmen. Das kann man alles überbrücken am Anfang. Aber irgendwann ist halt so ein Zeitpunkt erreicht, da willst du halt mehr Qualität, dann willst du halt besseres Werkzeug haben. Aber für den Anfang wirklich eine Nagelschere, einfach hier so eine Plastikschale. Natürlich brauchst du auch eine Pflanze. Bisschen Draht, wenn man das möchte. Man kann Bonsai halt auch über den Schnitt dann in Richtungen lenken, das geht auch. Ja, mehr brauchst du eigentlich nicht. Und halt ein China-Stäbchen, wenn du die Pflanzen halt umtopfst, würde ich jetzt sagen, ne? Ja, ich glaube, so habe ich die Felsenmispel ganz gut im Bild. Die befindet sich noch im Aufbau, wird jetzt teilweise auch ein bisschen stärker geschnitten werden. Ach ja, und die hat auch ein eigenes Entstehungsvideo. Naja, im Laufe der Zeit möchte ich halt, dass sich hier so ein Polster ausbildet. Hier vielleicht auch ein kleines Polster, da hinten weiß ich noch nicht. Aber der Schwerpunkt liegt jetzt mehr darin, dass die halt so nach unten hin wegwächst. Ein Teil hatte ich hier damals schon, wie heißt das, gedrahtet zu einem S. Hier unten muss ich jetzt nachher noch ein bisschen, ja, ich weiß noch nicht, ob ich das drahte oder spanne, das überlege ich noch. Aber ich werde jetzt auch damit beginnen, an den Stellen, wo hier diese Wölbung ist, von dem sogenannten S, sage ich jetzt einfach mal, da werde ich dann auch immer ein Polster ausbilden. Das sieht immer schöner aus an den Stellen, wo sich das so nach außen wölbt, als jetzt so nach innen. Dann legen wir jetzt mal los. Der Trieb hier ist nämlich jetzt super viel gewachsen. So, vom Schneiden hier jetzt auch wieder genauso wie bei den anderen auch. Lasse ich immer so ein paar Blättchen halt stehen. Ne, hier ist ja jetzt schon ein bisschen mehr Verästelung. Sieht das Ganze schon schicker aus. Ja, und die Felsenmispeln, ich finde, das sind auch so ja, Kandidaten. Da siehst du auch mal schneller ein Ergebnis. Oder sagen wir es mal anders, da sieht man halt mal schneller, dass das ein Bonsai ist. Es gibt halt auch Pflanzen, die wachsen super langsam. Da brauchst du extrem viel Geduld. Ich wollte nämlich gleich noch zum Ende hin so ein bisschen die Spitzen von meiner Azalee kappen. Aber ich finde, die Felsenmispel, also die hat ein Wachstum. Ein paar Zweige werde ich hier auch direkt an der Basis entfernen oder Triebe. Die brauche ich halt nicht. Ich meine, dass das hier ein richtiger Bonsai ist, da vergehen jetzt auch noch ein paar Jahre. So ist es jetzt nicht. Aber wer weiß, wie die in 5 Jahren aussieht. Und da arbeite ich jetzt aber komplett, ja, mehr so nach Optik. Ne, so nach Gefühl ist das jetzt auch viel. Ja, also ich habe die Felsenmispel jetzt hier nur ganz grob im unteren Bereich gedrahtet. Das war jetzt einfach noch ein Stück Draht, was ich hier rumliegen hatte. Ich habe das Ende jetzt bewusst hier auch nicht gekappt. Wer weiß, wofür ich das noch gebrauchen kann. Mich stört es jetzt nicht, wenn jetzt hier so ein bisschen Draht hinausschaut. Ich biege den aber mal lieber jetzt nach innen, nicht, dass da noch irgendeiner hineinrennt. Ja, und dann dauert es jetzt halt eine gewisse Zeit, bis ich hier die ersten Polster ausbilden. Also noch mehr soll die jetzt auch nach unten hin nicht wegwachsen. Die stellen wir jetzt erstmal wieder beiseite. Und dann kommt jetzt noch last but not least. Oder, ja, ich mache das mal eben anders. Ja, das ist jetzt schon... Just for fun Versuch oder just for fun Versuch, ob das klappen wird. Also für die Azaleen, da braucht ihr aber wirklich Geduld. Also bis das mal richtig nach dem Bonsai aussieht. Kratzgeräusch. Ich
glaube, ich gucke mal, ob wir dich überhaupt richtig im Bild haben, Schätzchen, bin mir gerade unsicher. Naja, und wie gesagt, bei den Azaleen, da braucht man echt richtig Geduld. Dadurch, dass ich da halt letztes Jahr auch sehr viel schon dran geschnitten hatte, hat die natürlich nicht geblüht. Ich kann auch nachher mal ein Bild zeigen, wie der Blumenbuchs aussieht, wenn er blüht. Wollte ich auch zum Bonsai gestalten, aber bei dem bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Und hier werde ich jetzt auch einfach nur die Spitzen, ich sag mal jetzt hier, wie heißt es, einkürzen, damit halt mehr Verästelungen sich ausbilden im Laufe der Zeit. Bin auch am Überlegen, ob ich hier so einen, ich glaube, den hier wollte ich in der Zukunft sowieso mal abschneiden. Der gefällt mir nicht da unten. Das machen wir doch jetzt sofort, sonst vergesse ich es so, zack, weg. Wollte ich jetzt noch sagen, jetzt bin ich hier gerade völlig raus. Ist auch ein bisschen gedrahtet worden von mir, aber auch nur ganz, ganz grob. Naja, und blühen tun sie halt nicht, ne, wenn du die schneidest. Das ist ganz klar. Ich bin am Überlegen, ob ich euch jetzt noch mehr erzählen kann, außer dass das hier halt ein Experiment ist. Darunter ist ein Stein eingebuddelt. Und mal gucken. Ich bin halt immer sehr neugierig und gucke da auch mal zwischendurch, was machen die Wurzeln. Ich kann es mir auch nicht immer verkneifen. Ja, ich glaube, ich zeige euch jetzt noch die anderen Pflanzen. Und dann mache ich jetzt auch Schluss an dieser Stelle. Die sind jetzt alle soweit fertig. Wie gesagt, Azaleen, da braucht ihr Geduld, 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 Geduld. Sie ist jetzt auch ganz schön kahl aus, aber das muss so. Und das hier oben, nehme ich das nur weg. Da ist eine schlafende Knospe. Ich finde das... Ja, ich weiß es noch nicht. Nö, dann gehen wir jetzt mal nach draußen, dann zeige ich euch noch die anderen. Und auch den Feuerdorn, wie er blüht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage dann aber jetzt schon mal Tschüss an dieser Stelle. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye. Ja, moin. Fast vergessen, die Wundpaste beim Feuerdorn. Wenn ihr auch so eine Art Knete verwenden solltet, immer die Finger was nass machen. Sonst klebt die Wundpaste nämlich an euren Händen. Und dann einfach auf die Wunde drauf machen. Auch schön über die Ränder. Wo könnt ihr auch keine... Ja, Schädlinge, ich sag mal so Pilze eindringen in die Wunde. Zick. So, dann haben wir hier einmal den ganz großen Feuerdorn. Der ist im Übrigen auch bienenfreundlich. Und dann zeige ich euch jetzt noch den Blumenbuchs, also in Blüte. Und so sieht dann der Blumenbuchs aus, wenn er blüht. Wird halt jetzt vermehrt verwendet, um den Buchsbaum zu ersetzen. Und der Blumenbuchs kommt auch gut mit kalkhaltigen Böden zurecht.